Hier ist die V100, hier ist der TSW3, hier ist Trains and Play. Ich begrüße euch ganz herzlich hier von der V100 von der Spitzke Logistik GmbH. Wir stehen hier gerade in Böhle und haben hier diese Rungenwagen, die nicht mehr beladen sind, die hier abgeladen worden sind, und bringen sie zurück in Richtung Hagen. Es gewittert ordentlich, es ist Sauwetter. Und das ist unser Gefährt, die Baureihe 204 von Rivet Games, beziehungsweise die V100 Lok SP003. Und wir steigen ein. Und ja, so ist das hier drin. Im Führerstand machen wir uns ein bisschen Licht erstmal an, damit wir was sehen. Instrumentenbeleuchtung. Ups. Instrumentenbeleuchtung ist an. Dann gibt es hier einen Schlüssel? Ich glaube nicht, ne? Gibt es keinen Schlüssel? Doch, gibt es. Moment, also irgendwie. Irgendwo muss ich ja hier einen Schlüssel, glaube ich, reinstecken. Da. Kann man da gar nicht sehen, ne? So. Zack. Einmal Zugbremse gelöst und Lokbremse aber ordentlich angelegt. Es gewittert hier auch richtig, ne? Dann Fahrtrichtungswende nach vorne. Ich überlege gerade, ups. Sorry, Maus. Maus rutscht gerade kurz weg. Machen wir uns die PZB an. Unterer PZB-Modus ist vollkommen in Ordnung. Das Display bleibt offensichtlich aus. Dann, was haben wir hier alles? Instrumentenbeleuchtung ist an. Bremse lösen. Der Sander. Meine Güte, ist das leise, oder? Das hört man ja kaum. Komisch. Okay, dann einmal hier nach hinten gedreht, beziehungsweise hier hin. Können wir das vordere Spitzenlicht an. Vorne links weiß, vorne rechts weiß. Hinteres Spitzensignal brauchen wir dann eigentlich nicht, ne? Hinten rechts rot, hinten links rot. Okay. Das war jetzt genau falsch rum, ne? Also rot, rot, aus. Weiß, weiß, an. Wobei, die müssten ja eigentlich auch aus. Die müsste ich eigentlich auf ausstellen. Ich hab's gleich. Aus. Aus. Haben wir denn hinten Zugschlusstafeln? Haben wir nicht. Können wir die irgendwie noch dran machen? Nee. Meine Güte, wie es gewittert. Kurz einen Schluck Tee getrunken, das ist genau das Wetter für Tee. Was sagt eigentlich unser Signal? Unser Signal sagt, wir dürfen fahren. Wir können es kaum erkennen. Okay, dann Fahrtrichtungswender ist in Vorwärtsstellung. Ja, dann Lokbremse lösen. Wenn alles klappt, können wir fahren.
Also der Regen ist schon sehr, sehr laut. Aber ich glaube, das liegt an einer Mod. Wir dürfen ausfahren mit, das dürften 40 sein. So. Kann aber auch echt gar nichts sehen, ne? Immer schön auf die Signale achten. Okay, weiterhin langsam fahrt, das wird natürlich bestätigt. Also irgendwie ist das schon sehr, sehr leise, ne? Ich könnte natürlich den Regen. Ne, das nicht. Ich könnte natürlich den Regen auch einfach abstellen. Ich mache das einmal ganz kurz. Nur um zu sehen, wie laut oder leise es tatsächlich ist im Führerstand. So einmal. Niederschlag komplett runter. Man hört auch sonst nichts, ne? Und irgendwie so richtig Leistung schaltet er auch nicht auf. Oder haben wir so einen schweren Zug? Gut, ich glaube, für die 204 ist das schon unglaublich viel Gewicht hier am Haken. Wir haben ja immerhin ganze 440 Tonnen. Das ist, glaube ich, für die V100 jetzt nicht gerade wenig. Wir dürfen auf die 50 hoch. Oh, es gewittert noch. Oh, oh. Ja. Oh, wir sind zu schnell. Aber auch keine Bremsgeräusche, ne? Was ist denn los mit der 204? Also ich weiß, dass die Sounds der 204 schon ziemlich off sind. Aber so sehr hatte ich die gar nicht in Erinnerung. Achso, das Repaint gibt es übrigens in der Videobeschreibung. Vom guten Nick Hawk. Gut, so hören wir wenigstens ein bisschen was, aber. Ja.
Einer der Wagen hinter uns hat aber, glaube ich, ordentlich eine Flachstelle, ne? Ich glaube, hier gelten 80. Eieiei. So, wir sind gleich auch schon da. Ist nur recht kurze Fahrt. Und Langsamfahrt zu erwarten. Das fahren mit 40. Wird natürlich bestätigt. So, 40 sind erreicht. Vorsignal wiederholen da vorne. Und ab hier gelten dann die 40. Okay, in 1,4 Kilometern müssen wir anhalten. Da ist auch schon ein bisschen was abgestellt hier. Oje. Okay. Da ist nur 143. Sonst irgendwas? Da ist ein Lokzug. Und eine 204. Und eine 155. Sehr gut. So muss das. So, an dem Signal fahren wir noch vorbei. Wir müssen aber da hinten. Da sehen wir schon die Markierung. Da dann anhalten.
Okay, halt an, halt an, halt an. Oh oh, oh oh. Oh oh, das wird nichts. Ups. Das, war jetzt so nicht geplant. Das haltzeigende Signal kam jetzt aber auch viel, viel schneller als erwartet. Also zu meiner Verteidigung. Das hätte ich jetzt nicht wissen können, dass das jetzt schon so früh kommt. Natürlich hätte ich es wissen können. Ja, auch sowas passiert mal. Zumindest wenn man ein ziemlich skillloser Fahrer ist wie ich, dann passiert sowas auch mal. Nichtsdestoweniger für all diejenigen, die sich bis zum Ende das hier auch tatsächlich angeguckt haben und ja, dann mir jetzt hierbei zuschauen durften, bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Tschüssi.